Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play 2019 mit dem Qualifikationsring zum großen Preis von Abu Dhabi. Haben wir noch irgendwas zum Entwickeln? Haben wir noch genug Punkte, um was zu entwickeln? Ne, sieht nicht so aus, ne? Ein volles Upgrade kriegen wir noch nicht hin. Wir haben nur 400 Punkte, schade. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Schauen wir mal, wie wir jetzt was durchkriegen. Das Qualifying steht an. Das letzte Qualifying der Saison. Kann man hier nochmal die Pole holen? Mal schauen. Wir werden sehen. Wir sind hier am wunderschönen Yas Island Circuit, wo gleich das Qualifying anfängt. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show. Diese Strecke mit ihren vielen langsamen Kurvenausgängen war schon immer eine starke Belastung für die Hinterreifen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark verschleißen. So. Dann schauen wir. Fahren wir raus. Gucken wir uns das Rennen mal an. Oh ja, das Qualifying erstmal. Ihr kennt das ja. Es wird schon leicht dunkel. Wie gesagt, morgen ist es ja komplett Nacht. Obwohl, es geht vom Tag in die Nacht. So rum ist es richtig. Es fängt am Tag an und geendet dann in der Nacht. Das letzte Rennen der Saison. Das letzte Qualifying der Saison. Und am nächsten Woche wieder alles von neu fangen, alles wieder von neu an. Es wird definitiv eine dritte Saison geben, das ist mir schon klar. Der wir erst Anfang April haben und der neue Ableger, aber man weiß ja nicht, wie lange das uns warten ist. Also wird auf jeden Fall jetzt noch eine Saison geben. Ob eine Saison 4 weiß, wissen wir nicht, aber schauen wir mal. Jetzt geht's aber erstmal in die neue Saison. Na, wahrscheinlich wird es nur noch eine dritte Saison geben, wenn ich mal gerade das durchrechne. Aber man weiß ja nicht, wann es erst das neue Fall 2020 kommt. Da steht ja gar nichts fest momentan. Gerade auch durch die Corona-Krise ist das momentan extrem schwierig, überhaupt irgendwie abzuklären, was ist momentan mit der neuen Formel 1 Saison, die ja wahrscheinlich erst in Baku losgehen kann, also Mitte Juni. Also, beziehungsweise in Baku, Kanada, meine ich, Mitte Juni. Baku ist ja auch verschoben. Man weiß es halt nicht. Alles momentan ist sehr ungewiss. Es ist alles momentan sehr ungewiss. Was passiert mit der neuen Saison? Wie wirkt sich das aufs neue Spiel aus? Und. Gut, bei mir gibt es keine Krise. Bei mir gibt es weiterhin Videos. Aber jetzt verpasst, wer die schnellste Runde gefahren ist gerade. Also ich weiß, wer, ich sehe die, doch 37,1, okay. Ja, ja, alles gut, ich sehe es aber. So. 37,1 kriegen wir, also jetzt geknackt die Zeit, das wird verdammt eng. Aber auch minimal. Aber wirklich minimal war die Zeit hier, 37,1 haben wir nämlich auch. Ich weiß nicht, was Hamilton dahinter für eine Zeit stehen hatte, aber es reicht auf jeden Fall vorne zu stehen. Fahrer hinter mir. Fahrer hinter mir. Ich hätte gerne die Zeit, gerne genaue Zeit von ihm gehabt. Also müssen wir nochmal holen. Wo gesagt, die Mercedes sind beide hinter mir, daher ist es herzlich egal. Die brauchen ja insgesamt überhaupt nur 4 Punkte und dann ist das Thema eh gegessen mit uns.
Oder fünf. Daher ist es dann auch herzlich egal. Wir haben sogar Zeitrückstand. Ist wieder nicht gut durch die Kurven da gekommen. So, 36,8 sogar noch. Puh, haben wir bisher gesetzt. Haben wir ein bisschen was rausgeholt. Also 300 zu knapp. Und mit dem zweiten Versuch. Wir wollen ja halt das Ding hier nochmal auf den Pol stellen und wir wollen das Ding auch nochmal gewinnen. Das ist definitiv unsere Frau Weber auf 2. Jetzt haut es Verstappen noch dazwischen mit seiner Zeit. Weber, der letztes Rennen gewonnen hat in Brasilien, ziemlich deutlich. Ja, kein Teamkollege vorne dabei, also damit ist es eh gegessen. Jetzt hat Jimmy dann auch nur auf 11 und 1,7 Sekunden Rückstand, das wird sich eh nicht ändern, der wird eh keine großen Sprünge mehr nach vorne machen können. Ja, 9,5 Minuten noch, ich mache eine kleine Pause, wir sehen uns so in 3 bis 4 Minuten wieder, und dann melde ich mich auch zurück. Ich verschwinde mal so zwischen dem Qualifying, weil halt einfach wohl eine Leerlaufphase ist. Und sich da gerade ein bisschen Rauch bei Max Verstappen. Am Red Bull? Ja, da raucht es ganz leicht. Der hätte in Brasilien schon das Auto abstellen müssen. Der hat das Auto schon in Brasilien abstellen dürfen. Und nicht, dass der Red Bull hier auch den Geist aufgibt mit dem Motorschaden. Wobei das für Mercedes ja deutlich lieber wäre, aber wie gesagt, das ist eh egal. Solange wir nicht auf 1 und 2 stehen, ist das egal. Ich kann auf 1 stehen und wenn Sainz keine Punkte mehr holt, dann ist das Thema eh gegessen. Es sind 40 Punkte, liebe Leute. Hier habe ich schon 22 Punkte verloren im letzten Rennen. Aber wir mussten alle Komponenten tauschen, damit wir überhaupt noch in die Saison durchkommen und nicht irgendwie während des Rennens sich irgendwas verabschiedet. Deswegen war es eigentlich schon notwendig. Deswegen da haben wir es nämlich weggeschmissen mit diesem Komponententausch. Aber wie gesagt, der war notwendig. So, jetzt bin ich mal raus. Wir sehen uns gleich so ein paar Minuten wieder.
Oh, eigentlich wollte ich nicht so lange bleiben, aber scheinbar dann doch irgendwie. Hupsi. Ja, Twitter, scheiße. Knapp vorbei. Oh, sogar noch weiter hin. Fixer. Blick auf unsere Top 3. Verstappen, Gasly und Charles Leclerc. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, eigentlich hätte ich gerne nicht so lange weg gewesen. Ich musste gerade noch was erledigen, schnell. Ja, ärgerlich. Den Platz hätte ich gerne noch geholt mit einem frischen Satz Reifen, aber gut, müssen wir jetzt einfach jetzt irgendwo auf 106 richten. Wie gesagt, es ist herzlich egal. Das Rennen ist jetzt eigentlich mehr oder weniger nur ein Schaulaufen für uns. Nochmal folgende Konstellation, wenn Mercedes mit beiden Autos wollt, müssten wir schon mit Platz 1 und 2 richten. Müssten wir es mit Platz 1 und 2 richten. Wobei 1 und 3 würde auch reichen, wenn die schnellste Runde dabei wäre. Dann hätten wir es tatsächlich auch, aber das wird heute nicht wirklich einfach nicht passieren. Ja, es müsste Platz 1, 3 plus die schnellste Runde sein, also wir müssten 44 Punkte holen. Oder mehr als 40 Punkte mehr als Mercedes holen, so rum ist es richtig. Das wird nicht passieren, Punkt. So. Okay. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Oder wir das wirklich schaffen, das sehen wir dann morgen.